Da jetzt zum ersten Mal was zu 5-Meo-DMT kommt, springen wir hier mal ins Vorwort und zitieren davon nämlich ein paar interessante Vorbemerkungen dazu. DMT und sein Derivat 5-Meo-DMT sind kurzwirksame, extrem starke Entheogene. Sie gehören neben Salvinorin A zu den stärksten Entheogenen, die der Menschheit bekannt sind. Chemisch handelt es sich bei DMT, Dimethyltryptamin, um ein Tryptamin, welches zahlreich in Pflanzen, Tieren, wie auch der Agarkröte und auch im menschlichen Gehirn vorkommt. Das heißt, juristisch betrachtet ist jeder Mensch illegal. Jeder, der sich eingehender mit dem menschlichen Geist, den Tiefen des Bewusstseins und vor allem mit den großen Fragen wie Leben und Tod beschäftigt, wird irgendwann zwangsläufig auf DMT stoßen. DMT spielt eine Schlüsselrolle im Verständnis des Begriffs Realität. Mein Eindruck ist, dass DMT ähnlich wie Salvia dem Reisenden die wahre Natur des Seins offenbart, in einer nonverbalen Weise. Das ist eine Form des Daseins, die man da erlebt, welche praktisch unmöglich in Worte zu fassen ist, weil die menschliche Sprache für sowas nicht ausgelegt ist. Die erste DMT-Erfahrung kann man sich in etwa so vorstellen, als würde man sein gesamtes bisheriges Leben in einem Raum verbringen, folglich nichts anderes kennen und plötzlich feststellen, dass es hier eine Tür gibt, die man noch nie zuvor gesehen hat. Das ist eine Qualität an Erfahrung, welche auch das gesamte eigene Leben, die vermeintliche eigene Vergänglichkeit und auch die Fragen nach dem Sinn des Lebens völlig neu bewerten lässt und somit eben einen hohen therapeutischen Nutzen hat. Insbesondere für Menschen, die mit Krankheit und Tod konfrontiert sind. Wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass die verschiedenen Derivate von DMT auf unterschiedlichste Weise konsumiert werden können. DMT kann vaporisiert werden oder in Form von Janga geraucht. Es kann in Form von Yopo oder Jungle Snuff geschnupft werden. Es kann injiziert werden, fumarat, und es kann getrunken werden in der Form von Ayahuasca oder Pharmahuasca. Das ist jeweils ein Sud, der aus einer beliebigen DMT-haltigen Pflanze und einem Mao-Hämmer hergestellt wird. Bei oraler oder auch gerauchter Einnahme ist die Kombination mit einem Mao-Hämmer, welcher die Wirkung von Mao blockiert, nötig, damit DMT seine volle Wirkung entfalten kann. Mao steht für Monoaminooxidase. Sehr wichtig zu beachten ist hierbei das strikte Einhalten einer Maui-Diät, also eines entsprechenden Essens. Denn Mao, das man natürlicherweise aktiv hat, bewirkt im Körper auch, dass Inhaltsstoffe verschiedener Lebensmittel, wie zum Beispiel Käse, abgebaut werden können, welche sonst toxisch wirken. Bevor ich nun zu den Erfahrungsberichten übergehe, möchte ich noch einige wichtige Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten der beiden DMT-Derivate, nämlich NN-DMT, kurz einfach nur DMT genannt, und 5-Meo-DMT aufzeigen. NN-DMT wird im Englischen auch als The Glory bezeichnet, während 5-Meo-DMT den Beinamen The Power trägt. Chemisch unterscheidet sich 5-Meo-DMT von NN-DMT lediglich darin, dass es an der fünften Stelle mit einer Methoxygruppe, das heißt mit einer Methylgruppe und einem Sauerstoffatom substituiert ist, ausgetauscht ist. Genau dieser kleine, aber feine Unterschied ist es, der einen enormen Unterschied in der Wirkung ausmacht. Einer der ganz zentralen Knackpunkte im Unterschied zwischen DMT und 5-Meo-DMT ist, wie ich festgestellt habe, die Beziehung zwischen dem Ego und der Einheit. Man kann sagen, es ist möglich, mit DMT über einen Umweg und mehrere Stufen der Erkenntnis ebenfalls ins göttliche Urlicht zu gelangen. Jedoch mit 5-Meo-DMT ist man sofort direkt dort. 5-Meo-DMT ist eine Abkürzung ins göttliche Licht. 5-Meo-DMT überspringt im Wesentlichen den DMT-Dom, andere Entitäten, andere Zwischenformen immaterieller Existenz, eben jene Dinge, die einen klassischen Flug durch den DMT-Dom auszeichnen. 5-Meo-DMT inhaliert man und 3 Sekunden später ist man dort. Genau bei dem Status, dass ich selber Teil des weißen Lichts und Teil von Gott bin. Auf einem Trip mit 5-Meo-DMT bin ich noch nie anderen Entitäten begegnet. Das war immer eine Sache zwischen Gott und mir. Die Wirkung setzt ein, das Ego wird radikal gekillt, die Energie nebenbei freigesetzt und man ist augenblicklich im Licht und Teil von Gott.
Teil der Einheit. DMT ist ein mehrstufiger Erkenntnisweg über verschiedenste andere Formen des Seins hindurch. Man begegnet körperlosen Entitäten, Maschinenelfen, hochfrequenten Energien und eben all jenen anderen Formen des Seins, die im Dom existieren. Bis man ebenfalls irgendwann durch einen Durchbruch im finalen Urlicht ankommt, aus welchem alles Sein entspringt. Hatte man mal eine Durchbruchserfahrung mit 5-Meo-DMT, scheint das auf zukünftige Trips mit DMT dahingehend Auswirkungen zu haben, dass man dann auch mit DMT schneller zum Urlicht kommt. Man kommt schneller zum Endziel und zum Kern der Erkenntnis. Ein wichtiger Unterschied ist auch noch die Bedeutung der Schwingungsfrequenz des Seins. Die Wahrnehmung, dass alles Sein aus dem gleichen Etwas besteht und es aber von der Schwingungsfrequenz von diesem Etwas abhängt, wie sich dieses manifestiert. Das heißt, Schwingungsfrequenz 0 verursacht eine Manifestation als Energie und Materie, die wir aus dem Alltag kennen. Und mit zunehmender Erhöhung der Frequenz nimmt dieses Etwas eine Form des Seins an, die im Alltag nicht wahrgenommen werden kann, jedoch auf einem DMT-Trip dann als die hochfrequenten Formen des Seins im DMT-Dom wahrgenommen werden. Terence McKenna bezeichnete diese Frequenz, aus der das Sein entsteht, immer als Carrier Wave, also Trägerwelle. Dieses Wort bringt es ganz gut auf den Punkt. Die beiden Substanzen haben zwei wichtige Gemeinsamkeiten. Erstens sprengen sie beide das Ego weg. Und zweitens bereist man mit ihnen den gleichen Raum, jedoch über einen etwas anderen Weg und aus einer etwas anderen Perspektive. Aber letztendlich kommt man mit beiden Substanzen im Urlicht, im Hyperraum an, aus dem jegliche Existenz entsprungen ist. Das ist eine Vermutung, die ich schon früher hatte, dass man mit Psychedelika, so auch mit Salvia, im Grunde ins gleiche Kino geht. Nur der Film ist jedes Mal anders, die Handlungsstränge unterschiedlich. Aber am Ende des Tages kommt man mit jedem Psychedelikum irgendwann zu dem Schluss, dass alles eins ist, alles Gott ist, ich somit selber Gott bin und meine Welt selber verursacht und erschaffen habe. Fünf-Meo-DMT, der göttliche Upper. Best-of-Schnipsel aus der DMT-Bibel von KK84. Gestern durfte ich eine Durchbruchserfahrung mit 5-Meo-DMT erleben. Das war ohne Zweifel eine der extremsten psychedelischen Erfahrungen, die ich jemals im Leben hatte. Die Power, wie dieses Tryptamin-Derivat nicht umsonst genannt wird. Diese Beschreibung bringt den Effekt von 5-Meo-DMT auf den Punkt. Ja, wie kommt man ran? Über die Kröte, ne? Darum wollen sie alle den Frosch küssen. Eingangs muss ich anmerken, dass 5-Meo-DMT absolut keine Ähnlichkeit mit NN-DMT hat. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Erfahrungen. Die Droge ist nicht visuell, es gibt nur zwei Farben, nämlich schwarz und weiß. Die weiße Farbe ist das weißeste Weiß, das man sich nur vorstellen kann. Das ist ein göttliches, gleißendes, kristallines Weiß, das mit keiner Farbe, welche eine Grafikkarte zu produzieren imstande wäre, vergleichbar ist. Das Schwarz ist schwärzer als die dunkelste Nacht. Das ist schwärzer als RGB 000 und somit auch nicht mit einer Grafikkarte darstellbar. So überwältigend die absolut bunten Visuals bei NNDMT sind, so absolut dominierend und prägnant sind hier Schwarz und Weiß. Die Schwarz-Weiß-Visionen treten nicht bei offenen Augen auf. Es sind auch keine direkten sensorischen Eindrücke, sondern das Gesamte wird vor einer Art geistigen inneren Auge erlebt. Genauer gesagt, das wird erfühlt über einen zusätzlichen sechsten Sinn, der plötzlich aktiviert wird. Dieser sechste Sinn mit den Schwarz-Weiß-Visuals ist aber bei weitem nicht alles, was 5-Meo-DMT zu aktivieren imstande ist. Der eigentlich absolut überwältigende Part des Trips ist, was diese Wechselwirkung von Schwarz und Weiß im Körper bewirkt. Aber nicht nur im Körper, sondern vielmehr in dem, was in der indischen Medizin als das Chakrensystem bezeichnet wird. 5-Meo-DMT hat einen Schalter mit einer Energie in meinem Inneren aktiviert, die ich bis vor wenigen Stunden nicht kannte. Aber dass ich diese Power in mir habe, wusste ich nicht. Und ich kenne auch absolut keine andere Substanz oder andere Empfindung, mit der man diese Energie ansatzweise vergleichen könnte.
5-Meo-DMT ist 100% introspektiv. In 5-Meo-DMT habe ich heute eine neue Medizin entdeckt zur Behandlung von psychischen Problemen und besonders von Blockaden. Diese werden in einer Art und Weise therapiert, ja vielmehr einfach weggeblasen, als würde das ganze Chakrensystem mit einer reinigenden Energie durchgefegt, die mit nichts anderem vergleichbar ist. Dagegen ist jedes Antidepressivum, das ich kenne, ein Witz. Da ist es auch nicht mit anderen Psychopharmaka, Psilocybin, Microdosing, MDMA oder anderen Werkzeugen, die zur Behandlung seelischer Leiden eingesetzt werden, vergleichbar. Das ist eine ganz eigene, neue Form von Wirkung, die eine Energie, die in mir vorhanden ist, aktiviert, von der ich nichts wusste. Das war unglaublich, man ist 33 Jahre alt und entdeckt eine neue Energie im Inneren. Diese Energie ist so mächtig, dass auch das Wort Energie dem Ganzen gar nicht gerecht wird. Ich würde es eher als Urgewalt oder Naturkonstante bezeichnen. In China gibt es, ja nach deren Anschauung von Medizin, die Lebensenergie, das Qi, die auf den Meridianen fließt. Ich muss sagen, damit konnte ich bislang nur bedingt was anfangen. Mir fehlte der Zugang dazu und tat vieles eben als Esoterik und Placebo ab. Jetzt nach diesem Erlebnis kann ich es viel eher nachvollziehen. Es ist tatsächlich so, dass es im Körper sowas wie ein Chakrensystem gibt. Dieses Chakrensystem befindet sich aber nicht direkt im Körper, sondern eher in dem Astralkörper. Das ist so eine Art Energiefeld, das durch den Körper zirkuliert und diesen umgibt. Schwer in Worte zu fassen. In diesem feinstofflichen Astral-Energiefeld können verschiedene Blockaden und Diskrepanzen vorhanden sein. Diese Blockaden verursachen verschiedene Probleme im Körper und Geist. Genau hier setzt 5-Meo-DMT an. Ein Flash von 5-Meo-DMT ist eine Atombombe aus Qi-Energie, die das gesamte Chakrensystem durchfegt und von Blockaden befreit. Diese Energie, die plötzlich aus dem Inneren herausströmt, aus dem Herzchakra, so bezeichne ich diesen Ursprung der Energie jetzt, ist auch noch am ehesten mit dem göttlichen Licht vergleichbar, das man bei dem NNDMT-Dom in der oberen Ebene sieht. Das ist ein Licht, absolut rein und gleißend, hochfrequent und pure göttliche Liebe und Energie. Bei NNDMT sieht man dieses Licht aus der Ferne. Doch bei 5-Meo-DMT ist genau dieses Licht plötzlich im Zentrum des eigenen Chakrensystems. So in der Art würde ich es umschreiben. Dieses Licht ist Gott und die Matrix selber. Ich bin immer ein Teil von Gott oder der Matrix, ohne dass es mir im Alltag auffällt. Ich hatte den Eindruck, dass eine Art Kabel am Inneren meines Chakrensystems angeschlossen ist. Dieses Kabel, das von Gott kommt, ist schon mein gesamtes Leben lang an mich angeschlossen, aber es wurde noch nie mit Energie durchströmt, weil der Schalter dazu auch noch nie betätigt wurde. So empfand ich einen Strom, der vom unteren Chakra beginnend durch alle Chakren bis zum Kopf hindurchfließt, vor dem geistigen inneren Auge. Sah es aus wie ein Energiefluss von weißem, gleißendem Licht. Ein umgebendes Kabel sozusagen. Momentan bin ich ja noch ganz außer mir. Ich hoffe, das Geschreibe wird nicht zu wirr und ich vergesse nichts. Aber dieser Bericht fällt trotz, dass es eine äußerst spektakuläre Erfahrung war, eher kurz aus, denn es sind nicht nur diese völlig abgefahrenen 10 Minuten, die eine Erfahrung mit 5-Meo-DMT ausmachen, sondern eher das Drumherum und die positiven Nachwirkungen. Auch ist ein Trip mit 5-Meo-DMT keine zusammenhängende Geschichte mit Entitäten oder Visuals, die man aufwendig beschreiben könnte, sondern es ist im Wesentlichen die Explosion einer Energiebombe aus göttlichem Licht im Inneren. Ich wählte absichtlich eine Dosis, die bereits im oberen Bereich liegt, denn ein Low-Level-Rumgespiele ist bei introspektiven Psychedelika nicht ratsam. Wenn schon, dann empfehle ich hier bis zum absoluten Breakthrough zu gehen und das volle Spektrum vom Ego-Tod und Wiedergeburt zu erleben. Die Wirkung ging ähnlich schnell los wie bei NNDMT. Ich weiß noch, dass mir einfach die Pfeife und das Feuerzeug aus der Hand fielen, ich in mich zusammensackte, sodass ich in einer zusammengekauerten Stellung saß und mit einem Schlag völlig weggeblasen war. Boom! Aber richtig. Ich war in einem endlosen Schwarz. Dort existiert absolut nichts, außer eine Art brodelnder See, der vor mir war und der aus schwarzen und weißen Blasen bestand. Der Anblick erinnerte mich an die Zeiten von analogem Fernsehen. Wenn kein Sender eingestellt war, dann hatte man ein flimmerndes Bild am Schirm, welches aus schwarzen und weißen Punkten bestand. Exakt so sah das aus.
Letztendlich muss es ein Hyperraum sein, der eine übergeordnete Sphäre jenseits unserer Existenz darstellt, in welcher sich das genannte Szenario abspielte. Wenige Augenblicke später erkannte ich bei näherer Betrachtung, worum es sich bei diesem Schwarz-Weiß-Geflimmer handelt. Der weiße Anteil war die Energie, die ich oben beschrieben hatte. Das Schwarze war mein Ego. Wobei das Schwarze nur negative Aspekte meines Egos waren. Ich hatte das Gefühl, dass es schwarze negative Energie, die all die persönlichen Probleme enthält, bzw. verkörpert. Nun begann sehr rasch der weiße Anteil die Oberhand zu gewinnen. Dann machte es ein noch viel brutaleres Boom, als zu dem Moment, als mir die Pfeife aus der Hand fiel. Eigentlich war es eher ein Was aus purem, strahlend, glänzend, weißen, absolut reinem göttlichen Licht, welches aus mir heraus in alle Richtungen explodierte. Dafür gibt es kein wirkliches Wort, das muss man erlebt haben. Mein Ego wurde zerfetzt, als würde eine Atombombe hochgehen. Das war auch körperlich unglaublich stark spürbar. Ich hatte das Gefühl, ich bin im freien Fall, sodass es mir den Magen richtig aushebt. Dann fühlt es sich an, als würde mein Körper von einem Energiestrahl aus weißem Licht, der von unten nach oben durch mich hindurchschießt, in zwei Hälften gespalten. Vor meinem geistigen inneren Auge sah ich eine gigantische Explosion, bei der diese weiße, gleißende Energie mein Ego in Fetzen wegsprengte. Das wurde vor dem geistigen Auge genauso visualisiert wie schwarze Fetzen aus negativem Ego, die in alle Richtungen davonfliegen. Dieses absolute Zerfetzen des Egos in Sekundenschnelle kumulierte in einer ozeanischen Ich-Entgrenzung mit göttlicher Einheit. Das göttliche, weiße, strahlende Licht, das aus mir heraus explodierte, breitete sich rasend schnell in den mich umgebenden, endlosen schwarzen Raum aus. Dieses Licht ist Gott. Ich bin ein Teil vom Ganzen, von Gott. Alles ist Gott und alles ist eins. Nun spürte ich die oben beschriebene göttliche Chakrenenergie in vollem Ausmaß. Etwas Vergleichbares spürte ich noch nie zuvor im Leben. Dieser Zustand war sowas von angenehm und befreiend und hatte eine starke Upper-Komponente. Jedoch vollkommen anders als jeder andere Upper. Das ist keine künstliche Simulation wie gewöhnliche Upper, sondern das ist eine göttliche Stimulation, eine schamanische Reinigung, die die längst abgeschwächte Lebensenergie, die ich eigentlich schon lange habe, plötzlich wieder entfacht. Ich spürte mich selber noch nie so präsent wie in diesem Augenblick. Der Geist ist wacher als wach. Plötzlich strahlte ich selber vor purer Reinheit und kristallinem Licht. Alle Selbstzweifel und Zukunftsängste, die man sonst so immer hat, waren einfach weggeblasen. Es war, als ob im Chakrensystem die Reset-Taste gedrückt wurde und das System neu gebootet wurde. Besonders prägnant an dieser Stelle war die Einheitserfahrung. Zwar kenne ich diese Einheitserfahrung auch von NNDMT, jedoch ist man bei NNDMT eher Zuseher und nicht selber im Zentrum des Geschehens. Diese Einheitserfahrung bei NNDMT besteht darin, dass alles Sein aus dem gleichen Etwas besteht und die Frequenz von diesem Etwas umso höher wird, je höher man im DMT-Dom oben existiert. Unter dem Dach des Doms ist die Energie und Frequenz maximal. Und es handelt sich um die höchste Stufe der Existenz, um reines göttliches Licht, wenn man so will. Bei 5-Meo-DMT ist der Ablauf umgekehrt. Man reist nicht direkt in den DMT-Dom hoch, um zu diesem Licht zu kommen, sondern genau dieses Licht befindet sich plötzlich im Inneren, explodiert wie eine Bombe in alle Richtungen, zerfetzt das Ego und fusioniert dann mit allem Sein, welches sich ebenfalls auf dieser Schwingungsfrequenz befindet. Das ist kaum in Worte zu fassen, das muss man erlebt haben. Irgendwann flachte der absolute Peak etwas ab und ich öffnete die Augen. Ich sah mich in der Umgebung um und ich nahm sie so intensiv wahr wie noch nie zuvor. In diesem Moment war ich sowas von absolut präsent in der Realität, das war unglaublich. Noch immer sprudelte ich fröhlich vor dieser neuen Energie. Der Anblick der Umgebung war zwar nicht im herkömmlichen Sinn visuell verändert, aber der Eindruck war sowas von klar, kristallin und vor allem heilig und göttlich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich im Leben das letzte Mal so ein natürliches, nicht künstliches Gefühl von Freude und Energie verspürt habe. Mir wurde das erste Mal im Leben mit einer noch nie zuvor dagewesenen Klarheit bewusst, ich bin.
Ich existiere. Ich lebe. Jeder Atemzug war unglaublich angenehm. Es war, als würde ich das erste Mal im Leben wirklich atmen. Ich lebe. Ich bin voller Energie. Und ich kann alles schaffen. Es gibt kaum etwas Heilsameres für die Seele, als sein Ego aufzugeben. Das ist kurzfristig fürchterlich, aber langfristig heilsam. Mit der Aufgabe des Egos entfachte sich auch die Quelle der weißen Energie in meinem Inneren aufs Neue und ich erwachte wieder zum Leben. Nicht so stark wie beim Durchbruch, aber ich spürte die schwarzen Fetzen, die auf mich herabsanken und weggleiteten. Jetzt war es eine absolut angenehme, weiße, kühle Brise, die aus mir heraus hochfrequent strömte. Ich saß bestimmt noch 45 Minuten einfach nur da, war einfach nur dankbar dafür, dass es 5-Meo DMT gibt und dass ich das Privileg haben durfte, sein heilsames Potenzial zu erfahren. Ich genoss es zu atmen. Noch nie schmeckte Luft so wunderbar. Ich war präsent. Das bin ich. Mich überkam das Gefühl, dass ich eine Weltformel geknackt habe. Etwas, wonach ich mein Leben lang gesucht habe. Alles war plötzlich beantwortet. Letztendlich muss man diese Einheitserfahrung selber gemacht haben. Was man aus physikalischer Sicht noch vermerken kann, ist, dass sich das beschriebene Szenario auch in diesem allumfassenden Hyperraum abspielt. Der ist dimensional und zeitlich nicht definiert. Das ist ein übergeordneter Raum, abseits von unserem temporären Raumachsen und weiteren Naturkonstanten, der einfach nur existiert ohne Start und Ende. Denn es gibt ja keine Zeit dort. Auch wenn das mit dem Alltagsverstand, der wiederum verseucht ist vom Ego, das alles mit bekannten Axiomen validieren will, nicht fassbar ist. In diesem Hyperraum gibt es ein unendliches Kraftfeld aus dieser Energie, aus diesem hochfrequenten Etwas, für das ich noch keine bessere Bezeichnung habe. Soweit ich das auf dem Trip verstanden habe und mir zusammenreimen kann, bedeutet das, was wir als Leben und Existenz kennen, dass sich gelegentlich aus diesem endlosen Kraftfeld von göttlichem Licht etwas davon heraus dissoziiert, seine Schwingungsfrequenz reduziert und dann als herkömmliche Materie existiert. Das gilt für das gesamte bekannte Universum. Aus dieser Beobachtung schlussfolgerte ich, dass das, was wir Leben nennen und sehen, wenn wir zum Fenster hinausschauen, nicht der Normalzustand ist. Das ist nur eine temporäre Anomalie. Ja, man könnte fast sagen, dass das Leben selber ist der Trip. Das heißt, eine kurzfristige Änderung des Zustands des Seins. Doch dieser wird als der einzig wahre akzeptiert, da man im irdischen Leben keine anderen Betrachtungsweisen kennt, sofern man nie Psychedelika konsumiert hat. Ich weiß genau diese Erkenntnis, dass das Leben selber der eigentliche Trip ist, sprich ein kurzer Ausstieg aus dem Normalzustand, hatte ich bereits vor vielen Jahren mal auf Salvia. Daher eingangs auch meine Vermutung, dass sich alle diese Reisen im gleichen Kino abspielen. Nur der Film ist jedes Mal drastisch anders. Jedoch ist am Ende die metaphorische Kernaussage immer wieder die gleiche, nämlich dass alles eins ist. In diesem Eins gibt es keinen Anfang und kein Ende. Aus diesem Eins entstammt alles, was wir als Existenz kennen und kehrt auch wieder dorthin zurück. Das klingt in Worte verpackt jetzt banal, aber wenn man mit 5-Meo DMT durchbricht, dann ist alles sowas von Eins, dass es Einser nicht mehr geht. Der Hauptunterschied von 5-Meo DMT zu NNDMT ist, dass man nicht in den Dom zu den hochfrequenten Existenzen hochreist, sondern dass man plötzlich selber diese ist. 5-Meo DMT erhöht in Sekundenschnelle die eigene Frequenz von Null gegen Unendlich, zündet sozusagen das göttliche Licht im Inneren. Nachtrag am Tag danach. Ich fühle mich heute schon den ganzen Tag in einer sehr positiven Weise von diesem Trip beeinflusst und bin dankbar für die Erfahrung. Obwohl die Wirkung weg ist, bin ich heute energiegeladener und tatfreudiger. So kam ich auf die Idee, mal wieder gründlich aufzuräumen und zu putzen. Das mache ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Hab alles fein säuberlich eingeordnet, genoss es einfach nur, die Sonne durchs Fenster scheinen zu sehen und ein Glas Wasser zu trinken. Ich genoss es so sehr, dieses kalte, klare Wasser aus dem in der Sonne kristallin funkelnden Glas zu trinken. Das Wasser schmeckte köstlich und durchblutete mich in einer so angenehmen Weise. Auch heute am Tag danach ist die ganze Umgebung etwas spiritueller als sonst und mein Energielevel ist höher als sonst. Das kann ruhig so bleiben. Kann ich auch berichten, die Nachwirkung hält sehr lange an, man ist schwingungserhöht.
Und mir wurde bewusst, mit welchem Müll sich die Menschheit zuschüttet. Energetischer Müll, der dieses energetische Licht im Chakrensystem zum Erlöschen bringt. Fastfood-Süßigkeiten, Fernsehen, Schundmedien, Alkohol, Fleisch aus Massentierhaltung, Stress, Fett, Druck, Burnout. Das ist alles für den modernen Menschen normal. Und er merkt es nicht, dass dieser nullfrequente Schrott seine Lebensenergie völlig killt. Zusammenfassend kann ich sagen, dass 5-MeO-DMT das stärkste Psychedelikum ist, das ich bislang kenne. Ich hatte schon viele Trips, aber dieses wird mir auch als eines der stärksten in Erinnerung bleiben. Alter ist das extrem. Diese Substanz hat Potenzial und zwar richtig. Bei richtigen Set und Setting kann ein einziger Durchbruch mehr seelische Heilung bringen als 10 Jahre Psychiater und Tabletten, definitiv. Die Erkenntnis des Grundsätzlichen. Januar 2018. Interessante Reise mit DMT. Jetzt zitiere ich wieder nur Ausschnitte und das, was ich unbedingt festhalten musste. Also nachdem er sich in den DMT-Dom geschossen hat, schreibt er: Der Grund, warum ich KK84 lebe, ist, dass ich mich selber erschaffen habe, indem ich mich von dieser hochfrequenten Sphäre dissoziiert habe und herabgestiegen bin in eine geronnene Form bei Frequenz Null. Dabei habe ich gewissermaßen mein Universum miterschaffen. Das gleiche gilt aber auch für jeden anderen Menschen, der gerade lebt. Nach der Inkarnation wird jedem Individuum ein Ego drüber gestülpt, welches den eigentlichen Unterschied zu seinen Mitmenschen ausmacht. Und so läuft man dann wie ein Avatar durch die Sphäre, die wir Realität nennen. Nun war es für mich völlig selbstverständlich, dass ich am Boden liege und zwei Maschinenelfen an meinem oberen rechten Backenzähnen irgendwas arbeiten. Ich war der Meinung, ich bin beim Zahnarzt. Nicht lachen. Das war völlig real. Und das musste ich hier markieren. Das hat mich daran erinnert, an meine DMT-Sieste vor Jahren habe ich das in der Mittagspause. Und da hatte ich dann auch gerade eine Wurzel und eine Zahn und ich wollte Zähne nachwachsen lassen. Und da war das ziemlich exakt genauso. Mund offen und zack, DMT-Raum wird eine Operation an dir durchgeführt. Und es werkelt rum und du weißt genau, welche Biofilmschicht, wie die gerade miteinander interagieren. Drum sehr geil, dass bei anderen auch solche Zahnarzt-Operationssituationen passieren. Ich machte den Mund extra so weit auf, wie ich konnte und neigte den Kopf noch etwas weiter nach hinten, sodass sie besser an die Zähne rankamen. Die beiden Maschinenelfen sahen eigentlich humanoid aus. Einer der beiden hatte etwas Ähnlichkeit mit meinem Vater, aber bei näherer Betrachtung bestanden sie aus einer Art Kristalle, die hauptsächlich dunkelblau, grau und weiß waren. Zunächst war die Zahnarztpraxis ein weißer Raum, der mit einem absolut seltsamen weißen Licht erfüllt war, welches mich an das Licht von 5-MeO-DMT erinnerte. Insgesamt hatte die beschriebene Szene aber auch gewisse Ähnlichkeiten mit den häufig berichteten Alien-Entführungen. Dann begann sich die Umgebung, in der ich war, zu verwandeln und ich hatte das Gefühl, ich befinde mich in sowas wie einer futuristischen Landschaft. Die besagte Landschaft war zunächst ein kleiner Ausschnitt einer Landschaft, einer Wiese, mit paar Bäumen drauf. Und auf dieser Wiese stand vor mir ein Holzzaun. Nun begann mich diese Landschaft stark an Salvia zu erinnern, denn hier ist es auch oft typisch, dass Parallelwelten aus Landschaftsausschnitten bestehen. Über diesem Zaun hingen Fetzen, die aussahen wie eine Art Teppich. Doch auf diesem Teppich waren Gedankenfetzen, die aus mir selber stammten und auf diesem Teppich projiziert wurden. Was mir jetzt gerade auch noch einfällt, ist, dass ich im absoluten Peak die Wand des DMT-Doms war. Das heißt, ich umgab den Dom vollständig und war gleichzeitig auch in gewisser Weise außerhalb davon im Hyperraum. Die Erfahrung ist so heftig, wenn man zu den Wänden wird. Ich hatte schon, dass ich zu den Wänden meines Bauwagens und den Ebenen drüber wurde und alles bewegen konnte und mich nur aus Wänden bestehend. Die Gravitation wird dann upside down, es zieht dich hoch und du hast diese Wahrnehmung, als ob du, er beschreibt diese Kuppel, die alles umfasst. Bei mir war es, alle Realität, die ich wahrgenommen habe, waren meine Wände, meine Häute. Wie ein feiner Schleier umgab ich den Dom von außen. Wobei außen hart an unsere physikalischen Grenzen kommt. Das ist in etwa die gleiche Aussage wie, was war vor dem Urknall? Wie war der Witz? Erstmal kotzen, dann der Urknall. Ja, erstmal kotzen, eben weil man auf Ayahuasca erstmal die Reinigung erfährt und dann kommt der Big Bang.
Nun, außerhalb von allem Sein, von jenem Multiversum, in dem sich alles abspielt und unter Einfluss von DMT als der typische Dom erscheint, ist der Hyperraum dieses dimensional nicht klar definierte und konzipierte unendliche Etwas, in welchem eben alles Sein als Multiversum existiert. Weiteres erfuhr ich mit dem allmählichen Abklingen der Wirkung sozusagen nun den Durchbruch nochmal in umgekehrter Reihenfolge, in Slow Motion. Dabei wurde mir nochmal richtig klar, was ein DMT-Durchbruch konkret ist. Ein Durchbruch bedeutet, alle Konzepte aufzugeben, das Ego aufzugeben, den Aggregatzustand hochfrequent zu ändern und eins mit allem in den höheren Sphären des Doms zu werden. Mit dem Abklingen der Wirkung durchlebt man nun das, was man im Grunde bei der irdischen Inkarnation erlebt. Man dissoziiert sich vom hochfrequenten Dasein und wird mehr und mehr in der nullfrequenten Alltagswelt manifestiert. Dabei kann man sich das genauso vorstellen wie das Beamen bei Star Trek, wenn jemand materialisiert wird. Genauso fühlte sich das an. Aber nicht nur meine Existenz, mein Ego und mein Körper wurden rematerialisiert, sondern auch die mit ihnen in Beziehung stehenden abstrakten Dinge wie Konzepte und Zeit begannen plötzlich nach und nach wieder zu existieren. Plötzlich wurde mir wieder richtig klar, ich bin, ich existiere in einer Umgebung aus Raum und Zeit mit Konzepten, Axiomen und einem selbst erschaffenen Ego. Vor allem das vorherige Zerschmettern und anschließende Rematerialisieren des Egos ist der entscheidende Knackpunkt. Das absolut Einzige, was mich von allen anderen Menschen, von Gegenständen und vom gesamten restlichen Universum unterscheidet, ist wirklich nur das Ego. Ist das Ego weg, existieren keine Grenzen mehr. Es gibt kein Subjekt und Objekt mehr. Und alles ist eins. Hätte ich nie DMT geraucht, würde ich das Hier und Jetzt, welches durch das Ego stark gefärbt ist, als die einzige Wahrheit ansehen und nicht in Frage stellen. Ich blieb noch eine halbe Stunde liegen und sagte immer wieder zu mir selber, Alter, ist das heftig, ehe ich mich daran machte, diese Zeilen zu verfassen. Während dieser Nachglühphase sah ich mein Handy am Boden liegen in der Dunkelheit. Dies war noch von unglaublich zitternden und morphenden, chrysanthemartigen Optiken umgeben. Und ich konnte mit der Zeit, die am Display stand, noch nichts anfangen. Das war mir ein Rätsel, dass Menschen ihr gesamtes Leben danach ausrichten und sie wegen der Zeit stressen. Was ist schon Zeit, wenn man gerade aus einer Sphäre kommt, in der es keine Zeit gibt? Etwa so wirkte der Blick auf mein Handy, das ich durch einen Tunnel aus Visuals in der Ferne betrachtete und darüber rätselte, was die Ursache mir denn nun konkret sagen will. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich Stunden, gefühlt Jahre im Hyperraum war und gerade mal, ja, dass die Zeit gefühlt und buchstäblich stehen bleibt und du dann hier wieder zurückkommst. Und das ist gerade mir praktisch eine Minute vergangen, beziehungsweise springt mein Handy meistens auf die Zeiten mit den schönen doppelten Zahlen. Meiner Auffassung nach ist in diesem Hyperraum die Weltformel begraben, jedoch in einer nonverbalen Weise. In dieser Sphäre liegt die Antwort auf die großen Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Warum existiert überhaupt etwas und nicht nichts? Woher kommt das Ego und das Bewusstsein? Was ist Leben und Tod? Woher komme ich, wohin gehe ich? Innerhalb des DMT-Ereignishorizonts sind alle großen Fragen des Lebens beantwortet. Der Ereignishorizont ist wie bei schwarzen Löchern. Das Konzept gefällt mir da sehr gut. Alles, was sich innerhalb des Ereignishorizonts befindet, was man bei DMT als den Durchbruch bezeichnet, ist mit rationalem Verstand nicht fassbar. Unter anderem deshalb, weil das Ego dabei nicht mehr existiert. Genauso wie Hawking das beschreibt, wenn ein Astronaut sich einem schwarzen Loch annähern würde. Dadurch ergibt sich auch der Effekt, dass Emotionen und Visionen auftreten, die absolut nicht abgebildet werden können. Nachstehende Grafik verbildlicht abschließend, wonach ich seit einer Seite um Worte ringe. Und hier noch ein Auszug aus dem Erfahrungsbericht, der heißt Take the Third Hit, Juli 2017. Entmaterialisierung der Existenz mit DMT.
Take the 3rd ist ein Zitat von Terence McKenna, der eben den Tipp gibt, dass man noch den dritten Zug nimmt, da, wenn man meint, das passt schon, das ist eh schon so krass, bevor es einen weghaut, praktisch, dass man, damit man zum Durchbruch kommt. Und er gibt halt Durchbruchsmenge an 50 Milligramm NN-DMT. Wobei ich empfehle, aus DMT Changa zu machen, hält es wesentlich, hat man das Vielfache davon und kommt man genauso zum Durchbruch und ist ultra intensiv und man hat eben ja, in etwas fünffache tiefe Reisen statt einer. Also ich finde das, aber langfristig braucht man überhaupt kein Changa auch nicht mehr herstellen, weil man nur von dem Gebräu genau und noch tiefer und noch viel länger und noch viel weiter kommt. Und später braucht man das auch nicht mehr, weil man es damit lernt, sein Leben so Frequenz zu erhöhen und körpereigen zu schwingen und zu singen. Ja, dass wir uns dann nur noch verwandeln und aus diesen höheren Welten heraus erschaffen. Nun gut, hier auf jeden Fall noch ein paar Best-of-Ausschnitte. Die Landschaft hinter dieser heißen und flimmernden Luft zittert hochfrequent. Genauso sah die normale Umgebung nun aus, nur dass selbst der Boden in der normalen Welt mit diesen unglaublichen DMT-Mustern übersät war und gleichzeitig noch der DMT-Dom halbtransparent über mir sichtbar war. Ein gigantischer Anblick. Das bekommt keine Grafikkarte hin. Mein Ich wurde, wie soll man sagen, weggebeamt oder atomisiert, wobei dematerialisiert das Wort ist, welches den Zustand am ehesten beschreibt. Erfahrung hatte ich auch mal so krass und das war tatsächlich auch mit einer übergroßen gerauchten Menge DMT und ich hab's, es zerlegt mich, es dematerialisiert mich, das war, und das war ultra lang, dass jede einzelne Schicht in mir hat sich gelüftet, hat sich bewegt und hat eine höhere Frequenz angenommen und es war, hat sich genauso angefühlt, als ob sich mein ganzer materieller Körper auflöst. Und interessanterweise waren währenddessen, ich war in einem Tipi und da waren weitere DMT-Schamanen im Raum und die haben gesagt, man konnte kurzzeitig durch mich durchschauen. Ich wurde transparent. Er schreibt weiter, jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass mein Kopf nun in einer orgasmusartigen Weise explodiert und in Milliarden feinster Partikel zerstäubt wird. Diese Partikel waren winzige Dreiecke, die in RGB-Farben leuchteten. Ich, also dieses Partikelsystem aus Milliarden von RGB-Dreiecken, war nun Bestandteil von einem gigantisch rotierenden psychedelischen Gebilde, welches rein optisch starke Ähnlichkeit zu einem Salvia-Wheel hatte. Ich freue mich voll drauf, die Salvia-Bibel von KK84 auch noch einzulesen. Da vor allem wird es sehr viel, ja, kommt dann noch. Während der beschriebene Prozess vor sich ging, nahm noch immer dieses Summen der Carrier-Wave, die Trägerwelle, mehr und mehr zu. Diese Frequenz ist so eindeutig und ich lieb's und daran merke ich auch, wenn ich körpereigenes DMT aktiv habe. Und während der Lichtmeditationsfastenperioden, wo ich dann über Tage und Wochen mich absolut reduziere auf maximal Mandelmus und Honig und hier viele Tage Ayahuasca, habe ich an den anderen Tagen, wo ich kein Ayahuasca trinke, und auch bevor ich es trinke, habe ich sehr, sehr stark, merke ich, wie stark der Körper schon Frequenz erhöht ist. Man hört die ganze Zeit dieses Summen, was auch der Grund ist, dass man dann eigentlich keine Musik mehr hört und keine Musik braucht, weil man ist ja bereits alle Frequenzen. In diesen Visuals aus feinen Linien formierten sich immer wieder morphende Gesichter, die aber nicht direkt humanoid waren, sondern eher Ähnlichkeit mit Totenköpfen hatten, die aus feinen Linien bestanden. Ein ähnlicher Vorgang geschah nun auch im Dom. Diese unglaublichen Fraktale aus feinen Linien fusionierten nun mit dem rotierenden Partikelsystem, also mit mir. Dann machte es nochmal sowas wie ein kosmisches Boom. Und letztendlich war ich eins mit allem. Ich war zu Hause. Genau wie bei Salvia, nur anders. Es ist nicht dieses mütterlich-göttliche Gefühl, sondern ich hatte das Gefühl, telepathisch mit einer maschinenartigen, göttlichen, künstlichen Alien-Intelligenz fusioniert zu sein. Mir war absolut klar, dass hier die Sphäre und die Form der Existenz ist, in der man sich vor und nach dem irdischen Leben befindet. Eigentlich war diese Phase des Trips sogar die überwältigendste, was das göttliche Gefühl angeht. Ich hatte den Eindruck, dass mithilfe dieses göttlichen Gefühls alle irdischen Probleme nichtig sind. Außerdem hatte ich zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, dass dieses Hin- und Hermorphen der Filmsequenzen hin zu psychedelischen Mustern eine Art Kodierung ist, als wären diese psychedelischen Muster sowas wie eine außerirdische Bildsprache.
Genau, das ist, was Terence McKenna sagt, dass da Bild in Bildsprache kommuniziert wird. Die aber letztendlich das Gleiche beinhalten wie die Filmsequenzen aus dem Alltag. Außerdem war ich mir hier auch die ganze Zeit drüber im Klaren, ich bin zu Hause. Das hier ist mein ursprüngliches Zuhause. Die hat dann noch ein unglaublich tolles Bild rausgesucht von diesem Dom. Wie gesagt, das Bild ist nur ein Abklatsch und eigentlich merke ich, dass ich damit gar nicht wirklich zufrieden bin. Aber wie gesagt, es ist unmöglich, dieses Erlebnis in einer anderen Form ins Hier und Jetzt zu transportieren. Das ist einfach unfassbar. Man kann es im Grunde nicht erklären, man muss es erlebt haben. Und hier als Text dazu, der größte Teil meines Egos ist atomisiert und mit den höheren Sphären des Doms fusioniert. Ein kleiner Teil meines Egos hält an Dingen fest, die mich derzeit im Alltag beschäftigen. Dabei wird sozusagen der Dom als Aussichtsworte benutzt. Dadurch erscheinen diese Dinge aus einer Perspektive, welche im Alltag niemals zugänglich wäre. Diese Dinge werden auf psychedelischen Fetzen abwechselnd als Filmsequenz und abwechselnd in ein psychedelisches Gebilde dargestellt, welches in seiner Wahnerscheinungsform ebenfalls nur schemenhaft angedeutet werden kann. Begleitet wurde diese Vision von Emotionen, die ich mit göttlich, heilig und spirituell abklatschartig umschreiben würde. Und hier noch ganz interessant Bezug zur flachen Erde. Er schreibt, jetzt am Tag danach ist mir noch eine Vision eingefallen, die ich festhalten muss. Erstaunlicherweise ähneln sich die Weltbilder von Salvia und DMT etwas, obwohl sie bei den Details wieder anders sind. Genauso wie bei Salvia hatte ich in dem Moment auch bei DMT die Erkenntnis, dass unser sichtbares Universum die Oberfläche einer mehrdimensionalen Kugel ist. Ich glaube, dass die Kugel 4 Raumdimensionen hat, bin mir aber nicht ganz sicher, weil alle Vorstellungen, die über 3D hinausgehen, natürlich schwierig ist. Jedenfalls ist unser Universum weitläufig flach, auch wenn es dreidimensional erscheint. Und es ist die Oberfläche dieser Kugel. Oberhalb unseres Universums, also etwas weiter vom Zentrum der Kugel entfernt, beginnen nun die höherfrequenten Existenzen. Hier schwingt das Etwas, aus dem alles Sein besteht, auf einer höheren Frequenz und manifestiert sich dementsprechend anders. Diesen Ausschnitt kann man sich analog zu unserer Erde und dem Himmel vorstellen. Die Erde erscheint flach, wenn man draußen steht, und der Himmel wie eine Halbkugel. Exakt so verhält es sich beim DMT-Dom, nur dass das Über unserer Welt nicht ganz der richtige Ausdruck ist. Zum einen deshalb, weil dieses Über nicht zwingend ein Über auf der Y-Achse bedeutet, sondern vielmehr eine Erhöhung der Frequenz. Und zu anderem fällt an dieser Stelle auf, dass der Dom mehr als 3 Raumachsen hat. Nachstehende Grafik ist ein Abklatsch dieses Erklärungsversuchs. Das sollte jetzt erstmal das Wichtigste gewesen sein. Ich hoffe, man kann mir einigermaßen folgen. Ja, wenn man DMT kennt, sehr, sehr gut. Und ansonsten denke ich aber auch, dass es viel weckt, was im Bewusstsein schlummert. Hier ein Hinweis. Auf der Klartraumseite findet sich ein Artikel zu, wie man Bio-DMT, also giftfrei, das aus Pflanzen gewinnen kann. Gibt es bisher nämlich noch nicht im deutschsprachigen Raum. Und darum ist es schön, dass sich das hier platziert hat.